Sehr geehrte Finanzmarktwelt-Community, ich nehme Sie heute wieder mit in die Welt der Charts. Wir gucken uns an, warum ich momentan den DAX untergewichte und US-Aktien übergewichte, beziehungsweise warum ich für US-Aktien momentan einfach das größere Potenzial sehe. Wir schauen uns genau an, wo ein möglicher Short auf den DAX eingegangen werden kann, um entsprechend auch von fallenden oder von Seitwärtsbewegungen profitieren zu können. Wir gucken uns zwei interessante US-Aktien an, und zwar nicht nur im kurzfristigen Trading-Bereich, sondern eher im langfristigen Bereich. Also für alle ist wieder was mit dabei. Schauen wir uns in den Charts an. Und wir starten zuerst mit dem kurzfristigen Bereich. Wir gucken uns den DAX an. Wir haben zuletzt ein neues Allzeithoch erreicht. Hier am DAX, man sieht das Allzeithoch jetzt nicht, da hatte ich schon vor längerer Zeit einen Short ausgerufen. Dann ist der Markt aber nur seitwärts gelaufen. Auf hohem Niveau. Das ist ein Zeichen. Verkäufer sind einfach nicht da. Es werden keine Gewinne mitgenommen. Und wenn die Verkäufer schwach sind, dann sind ja im Gegenzug die Käufer noch stark. Dann kam es zu einem Ausbruchsversuch nach oben, der wurde aber direkt gekontert. Und das hat gezeigt, oh Mensch, die Käufer sind aber auch nicht mehr so stark. So, und jetzt haben wir ein Verlaufshoch, Gegenbewegung. Ein neues Verlaufshoch, wieder Gegenbewegung. Diese zwei Abwärtsbewegungen, die nehmen den gleichen Preisbereich ein. Die überlappen sich und das ist ein schlechtes Zeichen. Das heißt, mögliches Short-Szenario, kurzfristiger Natur. Wenn der DAX optimalerweise, fallen wir nochmal in den Bereich 15.600 und dann zieht der Markt oder wenn dann der Markt wieder anzieht und dann können wir uns einen Alarm stellen. Und wenn es nicht so kommt, dann ist es halt so. Aber das ist ein sehr gutes Szenario. Dann können wir hier in den grünen Bereich, ich sag mal so im Bereich 16.400 bis 16.650, 16.700 Punkte, ungefähr, da ist ein interessantes Short-Niveau. Weil wir eine Schwäche im großen Aufwärtstrend sehen und der Markt dann, hat er zwei Möglichkeiten, entweder seitwärts laufen oder wir sehen eine etwas größere Korrektur. 14.800 wäre dann so das erste Ziel. Das heißt, auf dieses Preisniveau, da gilt es jetzt zu achten. Da ist ein möglicher Short, Stop-Loss drüber gesetzt. Kursziele, ich sag mal erstes Ziel, zweites Ziel. Punkt. Trading-Idee ist damit fixiert und jetzt müssen wir warten, ob unsere Idee aufgeht, beziehungsweise ob der Short überhaupt abgeholt wird. Kann ja auch sein, dass wir direkt tiefer fallen. Wir wissen es nicht, aber wir müssen uns vorher einen Plan machen. Das ist Trading. Und wenn wir schauen, selbst wenn wir hier unten 16.400 einsteigen, darüber den Stop-Loss legen, dann ist das unser Risiko. So, und die Chance nach unten ist entsprechend gut. Das heißt, wir haben ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis. Und darauf kommt es an. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, warum ich die US-Aktien momentan favorisiere. Der S&P 500 als amerikanischer Leitindex ist von seinem Allzeithoch noch ein gutes Stück entfernt. Das, was der DAX schon gemacht hat, das fehlt in den USA noch. In den USA haben wir uns zuletzt lange hier seitwärts bewegt. Im Bereich Widerstand 4.150 bis 4.200 Punkte. So, und dann, ähnlich wie wir es im DAX gesehen haben, die Käufer haben sich hier oben festgebissen. Verkäufer waren eigentlich nicht da, so wie es vorher der Fall war. Dass in dem Preisbereich wurde abverkauft und hier eben nicht mehr abverkauft. Und sowas, das zeigt uns ein Chart. So, was anderes nicht. Die Fußstapfen der Marktteilnehmer, die Fußstapfen des Geldes. Und dann können wir gucken, okay, wenn keine Verkäufer aktiv sind, dann werden die Käufer irgendwann das Ruder übernehmen und den Markt nach oben drücken. So, und jetzt haben wir entsprechend den Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Das alte Widerstandsniveau wird zur Unterstützung. Das heißt, das ist schon mal Kaufniveau. Wir haben aber noch ein interessantes Kaufniveau hier im Bereich 4.300, ich sag mal bis 4.350 Punkte. Alte Verlaufshochs, Gap nach oben, das ist Einstiegsniveau im S&P 500. Wissen wir, ob es erreicht wird? Nein, wissen wir natürlich nicht. Aber wir müssen uns vorher einen Plan machen, wie wollen wir reagieren, beziehungsweise wo steigen wir in den Markt ein. Einstieg, Stop-Loss drunter. So, Chance-Risiko-Verhältnis muss passen. 4,6, 4,7 bis 4,750, die Ziele nach oben. Schauen wir uns den Nasdaq an. Zuletzt sehr stark getrieben von ein paar wenigen Aktien, aber wir nehmen es einfach so hin. Starkes Zeichen, der Markt ordentlich on fire. Im Bereich des Widerstands 15.250 bis 15.500 Punkte in ungefähr haben wir uns erstmal den Kopf gestoßen. Das ist eine ganz normale Reaktion, denn
All jene, die irgendwie auf dem Weg nach oben gekauft haben, die sehen ja solche Marken auch und die treten dann als Verkäufer auf. Die nehmen dann Gewinne mit oder zumindest Teilgewinne. Und wenn aber viele Marktteilnehmer der Meinung sind, naja, das war noch nicht alles nach oben, wir erreichen noch das Allzeithoch, vielleicht sogar mehr, dann werden die Gewinnmitnahmen klein ausfallen. Dann wird hier nicht großartig Verkaufsdruck entstehen, sondern wir fangen an, uns auf hohem Niveau seitwärts zu bewegen. So wie wir es im S&P 500 gesehen haben. Und dann haben wir eine gute Chance, Brams nach oben weiter durchzubrechen. Also Nasdaq hängt erstmal ein bisschen fest. Sollten wir jetzt direkt weiter anziehen, dann wird alter Widerstand zur Unterstützung, kann wieder gekauft werden. Optimalerweise laufen wir aber so ein bisschen sommerlochmäßig hier seitwärts auf hohem Niveau und dann können wir später einen Ausbruch nach oben wieder handeln. Schauen wir uns den Dow Jones an. So, hier immer noch Seitwärtsbewegung. Vom Allzeithoch sind wir auch noch ein gutes Stück entfernt. Der Dow Jones, zuletzt, ich sag mal, von einem Verlaufstief, versucht hier aus dieser Seitwärtsbewegung über diesen Widerstand nach oben auszubrechen. Wir haben schon so ein Stück weit da Vorarbeit geleistet. Die Käufer waren aber noch nicht stark genug. Das ist auch verständlich, weil vom Tief zum Hoch, das geht selten gut. So, und jetzt holen die Käufer nochmal Luft. Beziehungsweise, wir haben die Chance, dass die Käufer Luft holen. Und das werden wir sehen. Hier ist so ein kleines Gap. Wenn wir jetzt nicht mehr aktiv verfallen, auch hier gerne Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Wenn sich die Käufer hier wieder festkrallen, Luft holen, nochmal alles aufsaugen und dann irgendwann den Markt nach oben schieben. Und dieses hier oben festkrallen, auf hohem Niveau, das ist einfach das Zeichen dafür, Achtung, bald kommt der Ausbruch. So, und entsprechend Dow Jones ebenfalls noch interessant. Momentan ist der Markt aber noch nicht so weit. Aber das ist ja eine Chance. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wenn wir das sehen, dieses Luft holen, dann Feuer frei. Sehen wir eine große langfristige Aufwärtsbewegung mit neuen Allzeithochs und allem Pipapo, was dazugehört? Kein Mensch weiß es. Was wir aber dazu brauchen, also das Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, neue Hochs machen, ne, neuer Trend, so wie nach Corona, einfach nur nach oben. Dafür brauchen wir auch die kleinen Aktien, die Nebenwerte, die dritte Reihe, Russell 2000, 2000 US-amerikanische Aktien enthalten, also die kleineren. Und die hängen noch total hinterher, ne, Seitwärtsbewegung. Wir hängen quasi hier noch am Tief. Das ist natürlich auch eine interessante Möglichkeit. Aber damit wir eine gesunde Rallye insgesamt am Aktienmarkt sehen, muss der Russell 2000 mitmachen. Er ist zuletzt hier an dem Widerstand gescheitert, so ein bisschen abgetaucht. Der Russell 2000 wird wahrscheinlich nicht so stark performen wie Nasdaq und Co., sondern wahrscheinlich erst später zünden. Also Vorläufer sind ja häufig die Tech-Werte. Ja, da ist im Moment wahrscheinlich immer noch am meisten zu holen. Aber den Russell 2000 sollten wir nicht außer Acht lassen. Denn daraus können wir mehrere Sachen ablesen. Laufen die anderen Märkte auf Allzeithochs, der Russell bleibt aber hier unten auf niedrigem Niveau. Oh, dann darf man Gewinnmitnahmen bei den anderen Indizes nicht vergessen, weil dann steht der ganze Aufwärtstrend nicht auf sonderlich gesunden Beinen. Wenn die Märkte nach oben laufen und wir dann Kaufsignale hier im Russell 2000 sehen, der Markt läuft ja ein bisschen nach, dann, ich sag mal, zum Schluss performt wahrscheinlich, am Anfang performen die Tech-Aktien besser, zum Schluss tendenziell dann die dritte Reihe. All die Aktien, die noch nicht gelaufen sind, da wird dann Geld reingeschmissen. Brumm, 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 brumm. Und dann, ich sag mal, kommt der finale Run in den kleinen Aktien, kommt dann erst später. Und das kann man sich ja auch dann wieder zunutze machen, wenn man das einfach im Blick hat und sieht, okay, jetzt nimmt das Ding Fahrt auf, dass man sich da ebenfalls positioniert. Jetzt gucken wir uns mal für das langfristige Bild oder langfristige Depot, gucken wir uns zwei Aktien an. Wir starten mit der Amgen. Ich habe sie mir mal rudimentär aus fundamentaler Sicht angeguckt, können Sie zum Beispiel auf finvis.com angucken. Sie sind wahrscheinlich viel besser in der fundamentalen Bewertung als ich. Ich gucke mir ja das charttechnische Bild. Charttechnik funktioniert oftmals auch, oder ich sag mal, an der Börse kann man auch mit gesundem Menschenverstand einfach aktiv werden. Und wenn wir uns mal die Amgen hier anschauen, nackter Chart. So Trends laufen manchmal dynamisch und dann aber auch so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und hier sehen wir insgesamt ja ein steigender Markt.
Aber es gibt halt immer mal Schwächephasen. Und deswegen sage ich immer, langfristige Positionen werden ja in Schwächephasen gekauft. Dann, wenn vielleicht Angst groß ist. Aber dann lohnt es sich zuzuschlagen. Und wenn wir uns die Engine anschauen, ja, da sind wir aktuell schon auf einem eigentlich ganz interessanten Niveau. Da sollte man jetzt nicht all in gehen, um Gottes Willen, aber man kann hier anfangen, mal ja, in den Markt sich quasi reinzukaufen. Auf aktuellem Niveau im Bereich 200, 180, ja, so. Und was man nie vergessen darf, auch die Anschein, wenn wir uns das angucken, ne, hier gibt es immer mal wieder lange Seitwärtsbewegungen. Und auch da ist es eben wichtiger, oder man fühlt sich deutlich besser, man kann deutlich ruhiger schlagen, wenn man in Korrekturen einsteigt. Das Tief erwischt man sowieso nie, ne? Aber wenn man schon mal den Großteil der Abwärtsbewegung gespart hat, so, dann fühlt es sich einfach besser an. Also Rücksetzer, wer Engine interessant findet, ist eigentlich jetzt gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt. 3M ist ja eigentlich auch, ne, früher immer so, ja, die Aktie der Value-Investoren gewesen. Aber auch da müssen wir sehen, ne, auch so starke Aktien, die können sich auch mal locker halbieren oder auch noch weiter fallen. Die 3M ist jetzt, ich sag mal, von 200, 210 auf unter 100 gefallen. Innerhalb, das war ein Wochenchart, ne, hier, ich sag mal, 2021 bis jetzt. Derbe Zeit. Jetzt sind wir an einem charttechnisch interessanten Unterstützungsniveau. Das heißt, 3M aktuell ebenfalls interessant. Wenn man langfristig investieren möchte, ist momentan ein guter Zeitpunkt, um zumindest eine Teilposition aufzubauen. Langfristig gesehen bin ich ein Freund davon, so einen Einstieg zu splitten. Das heißt, ich sag mal, hier erster Einstieg auf aktuellem Niveau kann man machen. So, dann hält man sich noch ein bisschen was trocken, dass man nochmal hier, wenn wir uns angucken, der Bereich 70 Dollar wurde in den letzten Jahren auch immer wieder angetestet und der Markt bewegt sich davon weg, dass man dort dann seine Position vervollständigt. So, und dann kann es trotzdem sein, dass der Markt noch weiter fällt. Wir wissen es alle nicht, aber wir haben statistisch gesehen dann schon mal einen guten Einstieg, ja, einen guten Einstieg gefunden. Wenn wir gucken hier, Finanzkrise sind wir auch von, sagen wir, knapp 100 auf 40 gefallen. Damit muss man immer rechnen. Und deswegen ist es immer wichtig, vorher sich selber zu fragen, bin ich langfristig ausgerichtet, bin ich kurzfristig ausgerichtet, wenn ich langfristig ausgerichtet bin, habe ich die Zeit überhaupt auch mal, ne, so eine saure Gurkenzeit zu überstehen, mitzumachen? Habe ich die Nerven dafür? Will ich das überhaupt? Wenn ich es nicht will, ich sage, weiß nicht, ich will aber eigentlich bald in Rente gehen, ne, oder ich brauche das Geld anderweitig, dann ist so eine langfristige Anlage vielleicht gar nicht das Richtige. Da muss man sich vielleicht eher kurzfristig orientieren, ne? Dass man sagt, okay, ich versuche mir einfach so ein Stück weit was aus dem Markt rauszuschneiden. Deswegen da selber immer die Frage stellen, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Möchte ich einfach nur kaufen, halten und, ne, die berühmte Schlaftablette von Costolani nehmen? Oder möchte ich das Ganze ein bisschen aktiver managen, um das Risiko auch etwas besser bestimmen zu können, um nicht so ewig in einer Position gefangen zu sein? Jetzt wünsche ich Ihnen ein gutes Händchen an der Börse. Abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal Mario Steinrücken. Da gibt es immer was zu sehen zum Thema Trading, zum Thema Charttechnik, Marktlesen. Es gibt immer was zu lernen. Es gibt immer was zum Goldpreis, zu den Indizes. Und ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen an der Börse, egal ob Sie langfristig orientiert sind oder ob Sie eher im Bereich Trading orientiert sind.